Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Star Citizen. Mit dabei als Zuschauer ist Pascal. So, letzte Folge war in der Star Week. Da haben wir ja ein bisschen was vorgestellt. Seitdem, seit der Aufnahmezeitpunkt zumindest, ist einiges, ein paar Monate, was heißt ein paar Monate, ist knapp einen Monat vergangen. Ungefähr einen Monat, ja. Ich mach Pascal mal ganz kurz ein bisschen lauter. Und in der Weihnachtszeit gibt es ein schönes Event in Star Citizen. Es gibt Geschenke. Die findet man überall auf Stationen. Die kann man natürlich in die Rüstung packen. Und ja, wir befinden uns auf Grimhex hier gerade. Ein hervorragender Ort, um Geschenke zu sammeln. Weil die Größe der Station ist relativ klein. Allerdings sind genauso viele Geschenke verteilt. Schön, Pascal, dass du auch nochmal ins Stream reinschaust. Sehr gerne. Die sind trotzdem so genauso viele Geschenke hier verteilt. Und deshalb gibt es hier eigentlich recht viele. Und diese Geschenke kann man dann sozusagen einfach aus seinem Inventar verkaufen. Also ihr seht schon, hier kommen Leute rein ab und zu. Kann man sich einfach seine Rüstung vollstopfen damit. Und pro Geschenk, das man praktisch einsammelt, kriegt man 1000 UEC. So, ich habe vor der Folge, das ist eine ganze Stange Geld, ich habe vor der Folge, habe ich ein bisschen gesammelt schon. Also ihr seht schon, die liegen hier wirklich überall. Einfach ein bisschen die Augen offen halten. Hier ist das nächste. Ja, okay. Nee. Ja, können wir, kann ich das jetzt bitte? Komm, jetzt geh doch mal. Nehmen Sie mal in die Hand. Müssen wir ein bisschen rumprobieren, dann geht das meist. Genau. Also die ist überall ein bisschen verteilt, wenn man sich so eine kleine Runde macht, dann findet man noch überall alles. Und man kundet so ein bisschen die Station, das finde ich auch ganz schön. Genau, das seht ihr auch wahrscheinlich gleich in meinem Kontostand, dass ich da ein bisschen fleißig war. Ich habe auch ein paar andere Missionen gemacht und wir sind im aktuellen Update 3.12.1 meines Wissens. Also 3.12 auf jeden Fall, Punkt 1 weiß ich nicht genau. Aber gerade bei mir nichts gehört. Nö, hört man nicht. Gut. So. Ihr seht schon. Mein Konto. 190.000. Ist ordentlich, ne? War ich ein bisschen fleißig. Ein bisschen. Die Bounty Hunting, beziehungsweise die Remove Claim Jumpers Mission, die bringt jetzt nicht mit 10.000, sondern 22.000. Und jetzt können wir hier einfach unser Inventar öffnen praktisch von unserer Rüstung. Dann wählen wir das hier aus. Was habe ich hier? 20 Stück. Und? Komm. 20.000 UEC mehr. Also es ist gerade ganz praktisch. Ich meine, für Größere, die machen eher Transporte in der gleichen Zeit. Die bringen genauso viel. Aber für kleinere Leute wie mich, macht's das schon ganz schön. Ist es ganz schön Stange Geld. Genau. So, ich muss aufhören damit. Wir wollen nämlich diese Folge noch was machen. Und zwar habe ich jetzt genug Geld für den Greyhead Rock. Ist der Fahrstuhl jetzt gerade hochgefahren? Und den werden wir uns heute kaufen. Dafür müssen wir nach Lorville. Zu New Deal. Ja, voll witzig, ne? Und es gibt auch, wie ich hier unten gerade nochmal lese, in dem neuen Update gibt es jetzt ein paar Neuerungen. Zum Beispiel gibt es jetzt Sternennebel. Die sind um die meisten, wenn man irgendwann die Spots kennt, wo die liegen, dann ist es recht einfach. Genau, es gibt Sternennebel um die Station herum, die in so einem Asteroidenfeld. Die in einem Asteroidenfeld sind. Und es gibt auch einen Traktorstrahl für das Multitool. Habe ich das schon mal gezeigt? Nein, ich glaube nicht. Wir müssen das mal zeigen. Das fand ich auch für Handmining. Ach genau, wir hatten mal eine Folge aufgenommen damit, aber die haben wir weggeworfen, weil es irgendwie doof war. Genau, und ich habe ein neues Schiff.
die Drake Cutlass Black. Und das hier ist ein kleines Hoverbike. Auch von Drake. Das haben gerade einige bekommen. Für, dass sie sich in Star Citizen Account haben. Die aktuell einen hatten, mhm. Genau. Die haben sich frei jetzt eingekriegt. So. Was auch neu ist, es werden überall. Also, ich habe bisher keine Station gefunden, wo es nicht mehr angezeigt wird. Wo das Schiff ist. Sehr schön. Und alle Stationen haben jetzt Touchpads. Bei den Aufzügen. Das ist auch neu. Nicht in der Lobby, sondern Hangar 2. Und es sieht auch ein bisschen. Ich finde es sehr schön. Vor allem kann man von hier aus auch der hintersten Ecke da drauf drücken. So, mal gucken, habe ich meinen Helm an. Mhm. Aber vor allem habe ich noch die falsche Rüstung an. Ich habe eben noch die Novikov Armor an, also die für extreme Kälte. Allerdings. Nicht mal den Helm auf. Wollen wir unsere normale Rüstung haben. Nur kurz warten. Zack. Es ist nämlich irgendwie passiert öfters, dass ich meinen Helm nicht aufhabe und dann irgendwie rauslaufe und denke, oh scheiße, ich habe keinen Helm auf. Dann wirkt er nämlich immer so. Ist aber ein bisschen ungünstig. So, genau. Boah. Das ist das schöne Schiff. Wir können es dann gleich mal von außen aus anschauen. Das haben wir auf der Expo auch gesehen. Bei den besten Schiffen war das auch mit, eine Sonderversion. Genau, wir können hier halt die Türen aufmachen. An den Seiten jeweils. Gibt auch die verschiedenen Versionen dann noch, die Drake, die Cutlass Blue und die Cutlass Red. Die könnt ihr euch beim RSI-Video anschauen, die ist auch oben verlinkt. Die beiden Videos. Genau, ein Geschützturm, zwei Betten. Jo. Es sind aber mehr Infokarten, wenn die beiden Videos einzeln verlinke. Ja, dann können die Zuschauer mal in der Dingen suchen, der Playlist. Die heißen ja. Die sich ja anstrengen. Folgen heißen ne, ja naja, so. Die heißen ja nach den Herstellern, aber die vielleicht wissen manche nicht die Hersteller. Genau, wir drücken Power on. Die RSI-Folge heißt irgendwas mit RSI und die Gewinnerfolge heißt auch irgendwas mit Gewinner drin. Ja, okay. So. Hoppala. Green Imperial Landing Service. Genau. Kreisweg. Schilde sind wesentlich stärker als bei der 135C. Es hat wesentlich mehr Bewaffnung. Ich kann es euch dann gleich mal zeigen, bevor wir nach Lorwell springen. Ich finde es ein echt schönes Schiff. Ist auch für Starter und so empfohlen. Also praktisch nach dem ersten Starterschiff. So, also, und was jetzt... Gemacht. Ich habe mich natürlich vorher informiert, Pascal. Und was jetzt hier an dem Ding ist, krass ist sozusagen, oder was ich cool finde. Einmal können wir das Landing Gear einklappen. Wow, ne? Voll krass. Und mir fällt gerade auf, die eine. Ja, okay, die eine Kanone vom Geschütz, die fehlt mal wieder. Kann ab und zu passieren. Und zwar können wir jetzt so nicht fliegen. Also. Boom. Wir haben drehbare Triebwerke. Mir ist gerade der Fachbegriff entfallen. Mit F12 können wir den Chat ausblenden. Das ist eine ganz praktische Tastenkombi. So. Machen wir bestimmt mal wieder herkommen. So. Wir fliegen mal ganz kurz an dem Asteroiden vorbei. Jetzt sind wir auch aus der waffenfreien Zone raus. Das heißt... Wir fliegen mal ein bisschen langsamer. Und dann können wir uns mal ganz kurz nochmal angucken. So. Ja, komm. Schönes Thumbnail. So. Wie gesagt, ist hier vom Geschützturm die eine Kanone fehlt. Warum auch immer. So, wir haben vorne das Cockpit. Das ist ein Zweisitzer, habt ihr gerade auch schon gesehen. Also ich kann jetzt noch jemanden mitnehmen. Der kann als Co-Pilot mitsitzen oder in das Geschütz reingehen. Wir haben an den Seiten diese Luken noch und halt die Triebwerke. Jo. Dann an Bewaffnung haben wir einmal
Die Laserkanonen hier. Und wir haben auch noch zusätzlich als Sekundärwaffen hier so zwei Maschinengewehre. Die sind auch mit Munition, also die muss man auch immer nachfüllen. Das kostet auch ein bisschen mehr. Die nachzufüllen sozusagen. Durch die Sonne fliegen wird schwierig, ne? Kann mir zumindest schwer vorstellen, sag mal so. Dann fliegen wir erstmal nach Höhe 5. Da kann ich euch dann auch mal was anderes zeigen, was jetzt neu mit dazugekommen ist, die Sternnebel und nämlich. Und dann machen wir mal einen kurzen Cut, um den Sprung eben zu überspringen, weil der dauert halt trotzdem noch ein bisschen, ne? Ist ja klar. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Gleich sind wir da. Genau, und da sehen wir es auch schon. Den Sternennebel. Also ihr seht so ein bisschen die Wolken so irgendwie so ein bisschen oder so. Und jo, das ist ein Sternennebel. Also haben wir so verschiedene Teile sozusagen. Wo ist denn die Sonne? Kurz gucken. Die Ebene. So. Ach nee, warte, ey. So. Der muss hier auf der Linie muss irgendwo die Sonne sein. Oder auch nicht. Gut. Dann wird sie wohl komplett verdeckt vom Sternennebel. Oder die ist das wahrscheinlich, ja. Genau. Oder nicht. Und wir haben hier diese Station sozusagen. Hier sind auch so Leitlichter sozusagen, dass man nicht ganz blind durch den Nebel navigiert. Und die sind immer so hier eingekreist mit solchen Stationen. Genau. Aber das ist ein Sternennebel. Jetzt würden wir aber gerne mal weiterfliegen. Und zwar nach Hörsten. Auf Lovell. Schwupp. Und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? So, da sind wir wieder über Hörsten. Warum lachst du? Wegen dem, was du gerade gesagt hast, Ja, was die okay. Zuschauer nicht mitbekommen haben. Gut, dann gehen wir mal runter auf Lorville. Da gibt es nämlich so einen schönen Shop, der nennt sich New Deal. Habe ich glaube schon gesagt, ne? Ja, das stimmt, das habe ich schon gesagt. Ja, genau. Da liegen meistens auch ein paar Päckchen rum, weil da auch niemand reingeht. Mal gucken, ob wir auch was finden. Ich habe so ein paar Insider-Tipps. Warum denn Nacht? Immer wenn ich irgendwo. Mano! Es ist immer Nacht, wenn ich irgendwo landen will, ey. Das ist nervig. Oh. So, wo ist die Lampe? Da. Dann fliegen wir mal hin. Und fliegen weiter. Und dann fliegen wir immer Und weiter. weiter. Und weiter. Und warten darauf, dass wir einer anderen Frage sind. Ihr könnt euch eigentlich immer an diesem weißen Punkt hier orientieren. Rot heißt in der Regel nicht dagegen fliegen. Also nicht in die Richtung fliegen. Dann macht es nämlich irgendwann Bumm. Aber dieser weiße Punkt ist in der, ist in der, ist der Raumhafen sozusagen immer. So. Dann können wir mal die Landeanfrage senden. Please proceed to sign landing bay. Wo müssen wir denn hin? Dahin. Jetzt sehen wir es auch nochmal hier. Schön. Ist schon toll, ne? Ja, das auf jeden Fall. Hier müssen wir dann runter, ne? Ja.
drüben hin. Was? Restricted Area? Alter, hier ist Flughafen. Raumhafen, entschuldige. Oder vielleicht doch nicht. Naja, das ist der Raumhafen hier. Darf's aber anscheinend nicht hin. Wahrscheinlich hab ich mit der Spitze noch irgendwo hingeragt. So, dann drehen wir mal die Triebwerke um. Das macht man übrigens mit K. Dadurch können wir halt auch nur noch mit den Manöverdüsen sozusagen und übersteuern, nicht so. Ja. Vorführeffekt. Komm, jetzt nach vorne. Und hier dann. Ganz langsam. Nach unten. Ich muss mal ganz kurz die Perspektive wechseln. Ist nämlich immer so eine Sache mit der Perspektive, ne? Man denkt, man ist drüber, aber war doch nicht so. Alles eine Frage der Perspektive. Hä? Irgendwas ist gerade komisch. Warten. Ich weiß auch nicht. Beispielsweise, dass ich jetzt da gerade dran gebounced bin. Ey, was ist denn das? Ist irgendwie ein Wind oder so? Ich glaube, wir müssen sogar nochmal drehen. Ja. So, jetzt passt's. Landing Gear wäre eine Idee. Könnte man machen, ne? Landing Gear down. Landing complete. Na gut. Ich hasse diese, wo man so reinfliegen muss von oben. Ich kann die überhaupt nicht leiden. Mama. Power off. Und dann geht's raus hier. Bei den automatischen Türen einfach warten. Nicht irgendwie F drücken oder so. Ich meine, bei manchen geht das eh nicht, aber... So, haben, ne? Genau, die gehen irgendwann auf. Hier haben wir jetzt halt auch solche Touchpads. Aufzüge funktionieren auch wesentlich besser. Finde ich. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Ich finde es auch schön, dass man immer angezeigt jetzt hier bekommt. Teaser Spaceport. Wo es hingeht gerade, oder von außen sieht man auch, wo der gerade ist, der Lift. Ich find's praktisch. Auf jeden Fall. So. Ich würde sagen, wir storen mal ganz schön unser Schiff, damit das, also das ist übrigens, der, das Hoverbike ist jetzt hier nicht mehr da, weil man das hier nicht spawnen kann. Das ist immer noch da. Also, wenn ihr selber irgendwas sowas habt, dann kann es einfach sein, dass es dann hier nicht gespawnt werden kann. Man macht ja auch wenig Sinn in so einem Hangar dann. So, hier geht's dann zu New Deal. Ja. Kriegt man noch eine Warnung, dass man jetzt das verlässt. Und die praktisch diese Geschenke könnt ihr überall finden. Zack. Oh, lecker. Okay, was ist lecker? Was haben wir denn hier draußen? Ja, guck mal, da haben wir eine Constellation. Haben wir da stehen. Geschenke, wo sind Geschenke? Oh, guck mal hier. Da lohnt es sich mal, in so eine Ecke zu gehen hier, ne? Natürlich. So, 1000. Eines, direkt eines mehr. 1000. Na gut, aber damit werde ich mich jetzt hier nicht so lange aufhalten. Ich gucke mal ganz schnell hier in die Ecken. Genau, hier haben wir halt auch ein paar Schiffe, größere Schiffe ausgestellt. Was ist das denn? Ah, das ist ein Hammerhead. Dann können wir mal reingehen zum Bildschirm und uns ein bisschen shoppen gehen. Müsste ganz unten sein, soweit ich es verstanden habe. Welcome to New Deal Shipyard, the finest purveyor of pre-owned vessels in all of Lorien. Ah, schade, hier liegt nichts. Ich hole mir die Geschenke später. Meine Güte. So.
real nice stuff. Dann schauen wir mal. Komm ich hier einfach. Gehen wir mal nach ganz unten. Okay, da sind wir hier. Da haben wir ihn ja. Grey Cat Rock. 172.000. Wow. Und er gehört uns. Na dann. Sehr schön. Was gibt's ja eigentlich noch? Ja, genau, so ein Mustang zum Beispiel, hier so ein Schadenschiff, das kostet dann halt 250.000. Oder können wir mal gucken, was hier so für, können wir mal bei Origin gucken hier. Oder nee, was wollte ich mal gucken? In der Freelancer, die kosten zum Beispiel 1,6 Millionen. Das wäre dann halt auch mal so eine, worauf man sparen könnte, aber genau. Worauf man sehr lange sparen könnte. Oder der, mal ganz kurz gucken, war die bei Anvil? Nee, warte mal, Aegis, Hammerhead. Oh, ich weiß schon nicht mehr, wo die, jetzt guckt mal danach, wo die, ach hier, da war sie, die Prospector. Das wäre auch nochmal so ein Ziel. 2 Millionen. Mal gucken. Ah, die steht vor mir, ey. Ach, ich bin nicht verniedert. Ja, genau. Aber ich würde sagen, den Rock, den schauen wir uns in meiner nächsten Folge an. Spannung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.